Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal BioXE. Wir sind im Bereich typische Lehrerfragen. Also wenn ihr Bestnoten im Bereich der mündlichen Mitarbeit haben wollt oder auch schon gut vorbereitet in den Unterricht gehen wollt, dann empfehle ich euch diesen Teil meines Biologiekanals. Die Inhalte richten sich nach den Bildungsstandards. Wir haben also die vier Inhaltsbereiche und auch die Basiskonzepte werden hier mit einfließen. Heute sind wir im Bereich Leben und Energie und es geht um den Zusammenhang zwischen dem aufbauenden und dem abbauenden Stoffwechsel. Die Basiskonzepte könnt ihr oben rechts sehen. Die erste Frage, die ein Lehrer stellen könnte in diesem Zusammenhang, ist natürlich erstmal, was bedeutet überhaupt Stoffwechsel in der Biologie? Dazu könntet ihr dann antworten, dass das auch der Begriff Metabolismus ist und das ist die Gesamtheit aller biochemischen Reaktionen in einem Organismus. Daran anschließend könnte sich die nächste Frage: Welche Hauptarten des Stoffwechsels gibt es? Es ist Anabol und Katabol. Anabol heißt aufbauender Stoffwechsel und Katabol ist der abbauende Stoffwechsel. Dazu gleich eine Eselsbrücke, wie man sich das merken kann. Und zwar Anabolika dienen ja dem Muskelaufbau, neben zum Beispiel Bodybuilder, aufpassen, ganz gefährlich, kann zum Beispiel Impotenz, aber auch Herzversagen verursachen. Und das wäre eine Eselsbrücke für den anabolen Stoffwechsel, der also aufbauend ist. Hier nochmal im Überblick, die erste Reaktion ist ein kataboler Stoffwechsel. Und die darauffolgende ist der anabole Stoffwechsel. Also aus Polymeren werden Monomere und aus Monomeren werden Polymere. Die dritte Frage, die möglich wäre: Was sind die zentralen Prozesse im anabolen Stoffwechsel, also aufbauend? Da sind hier zwei Grafiken, die euch helfen sollen. Und ihr habt das sicherlich richtig erkannt, das sind die Photosynthese und die Biosynthese. Nun könnte sich daran die Frage anschließen, den Prozess der Photosynthese kurz zu erklären. Hier geht es wirklich nur um den Überblick, der auch in der Grafik gut zu sehen ist. Bei der Photosynthese nehmen Pflanzen und einige Bakterien Lichtenergie auf, um Kohlendioxid und Wasser in Glucose und Sauerstoff umzuwandeln. Begründe, ob die Photosynthese ein anaboler oder kataboler Prozess ist. Hier geht es um den Operator begründen. Ihr müsst also natürlich erstmal nennen, Anabol, klar. Und jetzt die Begründung, da sie Energie und einfache Moleküle verwendet, um komplexe organische Moleküle wie Glucose aufzubauen. Und das hier nochmal im Überblick: Kohlendioxid und Wasser wird mit Hilfe von Lichtenergie zu Glucose. An dieser Stelle nochmal die Gesamtgleichung für die Photosynthese und für die Zellatmung. Darauf komme ich aber nochmal später. Das Molekül Glucose seht ihr hier und dazu könnte nun gefragt werden, welche Rolle Glucose im Stoffwechsel spielt. Und ihr wisst natürlich, dass Glucose eine wichtige Energiequelle ist und als Ausgangspunkt für den Aufbau vieler anderer organischer Moleküle dient. Jetzt zum nächsten anabolen Stoffwechselprozess der Biosynthese. Ihr sollt erklären, was es ist und drei Beispiele dazu nennen. Die Biosynthese ist der Prozess, bei dem lebende Organismen komplexe organische Moleküle aus einfachen Bausteinen herstellen. Das ist im Prinzip eine Wiederholung von Anabolismus. Und diese umfasst Proteine, Nukleinsäuren, Kohlenhydrate und Lipide. Und diese sind für das Zellwachstum und die Funktionalität von Zellen und Organismen notwendig. Eine logische nächste Frage wäre: Wie läuft der Prozess der Biosynthese von Proteinen ab? Den kennt ihr auch als Proteinbiosynthese. Natürlich diese beiden wichtigen grundlegenden Prozesse, Transkription und Translation. Bei der Transkription wird ja eine mRNA synthetisiert, die eine Kopie eines Gens, also von DNA. Diese wird dann in der Translation in eine Polypeptidkette übersetzt, basierend auf dem genetischen Code. Und diese Polypeptidkette wird dann anschließend weiter zu einem fertigen Protein gefaltet und modifiziert. Was versteht man nun unter Nukleinsäurebiosynthese?
Hier geht es also um Nukleinsäuren logischerweise, also um DNA und RNA und wie diese hergestellt werden. Und dazu kennt ihr die DNA-Replikation und die Transkription. Gut, die 10. Frage, die hier möglich wäre: Was sind die zentralen Prozesse im abbauenden, also im katabolen Stoffwechsel? Und hier kennt ihr die Zellatmung und den glykolytischen Abbau. Der glykolytische Abbau soll jetzt nochmal ganz kurz erklärt werden, damit ihr den Unterschied wisst. Die Glucose wird in Pyruvat umgewandelt, wobei Energie in Form von ATP freigesetzt wird. Und das ist der erste Schritt der aeroben Zellatmung. Begründe, dass die Zellatmung ein kataboler Prozess ist. Katabol, wisst ihr ja noch, es ist abbauend. Organische Moleküle wie Glucose werden abgebaut, um Energie in Form von ATP zu gewinnen. Das wäre die Begründung. Und hier nochmal die grafische Übersicht. Ihr seht, ein Polymer wird zu Monomeren, also ein Abbau, zum Beispiel Glucose zu ATP. Daran anschließt sich die mögliche Frage: Wie sind der anabole und der katabole Stoffwechsel miteinander verbunden? Dies ist eine ganz zentrale Aufgabe, die mit Sicherheit kommen wird. Und wichtig ist hier, dass man versteht, dass der aufbauende Stoffwechsel die Produkte des abbauenden Stoffwechsels als Bausteine und Energiequelle für die Synthese komplexer Moleküle benötigt. Dazu hier nochmal die Übersicht. Ihr solltet nochmal zuordnen, was Anabol und Katabol ist. Wir nehmen also die Nahrung auf. Diese wird verdaut mit Hilfe von Enzymen. Es entstehen Monomere im Dünndarm. Diese werden dann wieder in den Zellen synthetisiert zu Polymeren, also zum Beispiel zu fertigen Proteinen. Den Zusammenhang zwischen Anabolen und Katabolenstoffwechsel auch mit Hilfe dieser schon gezeigten Grafik erklären, denn die Photosynthese und die Zellatmung bedingen einander. Das heißt, die in der Photosynthese produzierte Glucose und auch der Sauerstoff, der hier produziert wird, sind letztendlich Grundlage für die Zellatmung, also die Produktion von ATP in den Zellen. Das Basiskonzept Steuerung und Regelung ist ja auch grundlegend in der Biologie und darauf aufbauen könnte die Frage, warum ist die Regulation des Stoffwechsels entscheidend, gestellt werden. Diese Regulation, die sorgt dafür, dass die Energie effizient genutzt wird, um so unkontrollierten Energieverlust zu verhindern. Eine letzte mögliche Frage, die ich herausgesucht habe, ist die Bedeutung, die Enzyme im Stoffwechsel haben. Und das ist im Prinzip schon die Überleitung zu dem nächsten Stoffkomplex. Enzyme sind entscheidende Katalysatoren im Stoffwechsel. Sie beschleunigen biochemische Reaktionen, indem sie die Aktivierungsenergie herabsetzen. Dies bedeutet, dass sie Reaktionen ermöglichen, schneller und bei milderen Bedingungen, also niedrigeren Temperaturen, abzulaufen. Enzyme sind hochspezifisch und passen sich an ihre Substrate an, um chemische Reaktionen zu erleichtern, ohne selbst verbraucht zu werden. Dies ermöglicht es den Zellen, den Stoffwechsel effizient zu regulieren und eine Vielzahl von Reaktionen gleichzeitig in unterschiedlichen Kompartimenten ablaufen zu lassen. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze schon etwas Spaß gemacht und hilft euch dann auch jetzt, um Bestnoten in der mündlichen Mitarbeit zu erzielen. Unter dem hier dargestellten QR-Code könnt ihr übrigens auch noch das dazugehörige Handbuch herunterladen.